Können wir darüber reden, dass ich gerade aufgenommen habe, aber mein Aufnahmebutton einfach nicht funktioniert hat und ich folglich gerade nicht aufgenommen habe? So, da wir jetzt schon in Aufnahme Nummer 2 sind, oder für den heutigen Tag eigentlich Aufnahme Nummer 6 oder so. War ein schrecklicher Tag, aufnahmetechnisch. Ich möchte heute mit euch mal ein kleines Spielchen machen, würde ich mal sagen. Ich blende euch jetzt ein, wie viele Fights ich heute in diesem Video machen werde. Ich möchte, dass ihr mir eine persönliche Prediction in die Kommentare schreibt, wie viele von diesen Fights ich gewinnen kann und wie viele davon ich verlieren werde. Einfach mal eine WL in die Kommentare schreiben, eine Prediction. Würde mich sehr freuen, würde ich interessant finden und ich versuche dran zu denken, beim Schneiden mitzuzählen, wie es bei mir so lief, I guess. Und Leute, ganz zu Beginn, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann holt das sehr gerne nach und aktiviert auch die Glocke, um kein Stuff mehr zu verpassen, zum Beispiel in dem Vlog mit Paul, der kommt bald, der ist sehr geil geworden. Und folgt mir, by the way, auch natürlich auf meinen anderen Socials, Twitch, Twitter, Instagram, alles unten in der Beschreibung verlinkt. Würde mich sehr freuen. Ah, Digga. Selten so ein Sweat auf Timolia gesehen. Also man sieht viele Sweats auf Timolia, aber der Typ, der, dem geht's nochmal auf einer anderen Basis um seine Ehre. Bin auch mal gespannt. Morgen will ich was mit ein paar Kollegen machen. Aber die haben die geniale Idee, dass man sich dann ja schon um 9 Uhr treffen könnte. Um 9 Uhr morgens. Ja, und ich bin heute um 6 Uhr morgens erst pennen gegangen. Das heißt, ich bin mal gespannt, wie mein Schlafrhythmus das so finden wird. Oh, Digga, der Typ wird jetzt so unglaublich ehrenlos auf Lava spielen. Ja, Digga, komm. Digga, also ich meine, ich streng mich in meinen Videos schon an, damit das Gameplay geil wird. Aber Digga, was hat er denn gerade für eine Mission gehabt? Und Gegenfrage, was hat er für eine Mission? Ja, Digga, er ist auch sehr solide unterwegs. Digga, irgendwann reicht's auch mal mit den Lava-Spielern. Ich nehme gleich die Lava aus dem Kit raus. Ja, das finde ich viel besser. Du spammst dich jetzt mit einem Bogen, der keinen Damage macht. Das finde ich immer sehr entspannt. Ich frage mich, merken die Leute das eigentlich, dass der scheiß Bogen keinen Damage macht? Oder sind die wirklich so blöd? Easy. So, meine Lieblingsmap. Ich habe, glaube ich, es gab eine Zeit, da habe ich, glaube ich, nur auf der Map oder auf Basic Map gespielt. Da habe ich irgendwann mal einfach wieder alle Maps reingemacht, weil ich finde, für Videos ist es langweilig, wenn ich nur auf ein oder zwei Maps bestenfalls spiele. Weißt du was, Bro? Haust du mal wieder rein. Dankeschön. Oh Mann, du hast jetzt echt... Okay, das wird zu easy. Ah, Digga, also ich fand den Typen eben sehr interessant, der einfach hingeht und mein Wasser zubaut. Ist es der Typ aus dem ersten Fight? Bitte nicht. Der hingeht und mein Wasser zubaut. Ah, Digga. Was ein... Nö. Ach so, übrigens, ich habe gerade mit Jan geschrieben und ich habe ihn gefragt, ob er irgendwas an meine Zuschauer ausrichten will. Und er hat gesagt, Zitat, spendet mir mal bitte 5 Euro alle, ich bin arm. Ja, damit habe ich das jetzt ausgerichtet, dass ihr mir alle 5 Euro spenden sollt, weil Jan arm ist. Versuche daran zu denken, euch meinen Donation-Link unten in die Beschreibung zu packen. Alternativ könnt ihr auch einfach bei Twitch den Amazon Prime Sub da lassen, das kommt auch selber raus. Gut, damit habe ich Jans Nachricht jetzt auch, ja, ausgerichtet. Digga, ich weiß, ich frage mich, checkt er, wie extrem nice sein Weglaufen ist, weil... Weißt schon, dass es ein fucking UHC-Kit ist, so. Junge, was kriegt er denn für Hits? Ich müsste ihm eigentlich trotzdem besser gedrückt haben, als er mir. Was macht der Typ? Was ist seine Mission? Bruh. Props. Wow. Digga, was zum Fick war das gerade? Ein letzter Fight, Freunde der Sonne. Was macht der? Noch nie sowas Schlechtes gesehen. Tja. Ja, Digga, er ist aber auch nicht gerade gut in Minecraft, ne? Nur so nochmal fürs Protokoll. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann zeigt es mir sehr gerne mit einem Like und einem netten Kommentar. Abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Aktiviert die Glocke. Folgt mir auch auf meinen anderen Socials, auf meinem Twitch, Twitter und Instagram. Das ist alles unten in der Beschreibung verlinkt. Würdet ihr mich sehr krass mitsupporten. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Ciao.